Ach, hast du die Pfeile rausgetan? Noch nicht. Okay. Ich würde dann sagen, wir gucken dann mal am Strand unten, dass wir so ein paar Schödis finden. Sofort, sofort. Oh, hier liegt ein Schödi auf dem Rücken. Hallo? Hallo? Achso, die hast du schon zerstückelt. Wow. Ah, ah. Nee. Mit mir mal rummotzen, dass ich nichts töten darf und selbst alles kaputt machen. Ich weiß nicht. Ja, ja. Okay, im Lagerfeuer mit Stein. Oh. Das kriegt man halt drinnen leider nicht hin, das ist doof. Na, was halt draußen, ist ja egal. Yippie, yippie, yippie. Du bist schon ein bisschen doof manchmal. Aber nur so ein bisschen. Verrat's aber bitte niemand. Okay. Aber nur weil du's bist. Ja, dein Glück. Und weil ich dich so lieb hab. Dein Glück. So, wo müssen wir denn hin? Warte, ich wollte es mir noch schnell selbst machen. Du Ferkel. Ich brauch... Wo ist es denn? Es ist nicht mehr da. Doch, hier, Biebmatzhaus. Biebmatzhaus. So. Hau das ungefähr hin? Ich hab keine Ahnung. Scheiße, wenn nicht, dann ist es so. Ich dachte, du machst die Mauer voll damit. Nö, ich mache hier einfach bloß hier welche hin. Ich denke, der Kevin sammelt Stöcke, hier liegt kein dieser Stock drin. Hm. Musst du mit dem kämpfen? Ach, der so, der begreift das eh nicht. Der kleine, miese, blöde, miese. Also, hat er doch welche in der Hand? Ja, in der Hand, natürlich, da liegen sie gut. So, jetzt fertig. Machst du nach vorne noch eins hin, da hab ich drei Stück, die reichen. Ich hab dir eine Mauer eins gemacht. Eine Mauer. Vergiss schon eh, dass das Ding da vorne ist. Das gibt, macht ja nichts mehr. Immer nur motzen, der Kerl. Bocken sie mir ja nicht rum. Doch, und immer nur motzt. Ich motz nicht. Du hast so ein schönes Vogelhäuschen gebaut. Ja, das haben sie cool gemacht mit dem Schmetterling, der da immer da drauf flattert. Aber im Winter kommt der nicht. Ja, da sind die auch alle ausgerottet. Mhm. Und wenn es regnet, kommt er auch nicht. Mhm. Wo muss man denn jetzt hin? Dann hab ich schon gesagt, im Strand vor. Na. Führ mal an. Immer der Nase nach. Ich lass die ganze Zeit den fahren und du rennst mir in der Wolke nachher. Der Pfui-Teufel. Nicht gut. Ja, bitte ohne Pups. Deine Pups sind immer feucht, das ist ein bisschen bläh. Ist doch egal. Kannst du bitte auf dem Klo machen? Ich sammle mal nebenbei ein bisschen Holz, weil auf Kevin ist ja Käfer das. Nö. Warte mal, da vorne ist ja auch was wie so ein Strand, oder? Gehen wir mal da vorne lang. Komm, wir gucken einfach mal davor. Ist zwar ein kleiner Strand, aber Strand ist Strand. Warte, wir können ein Sandbürgchen bauen. Was kriegen wir hin? Was, Juju, du isst gerade feuchte Püpse? Oh nein, da steht schon wieder einer. Wo denn, wer denn? Ich bin... Der rennt an einen anderen Strand, so einen kleinen, flacheren, kürzeren. Ja, aber da steht einer. Wir würden schießen da rum. Trefft doch nichts. Ey, der ist freundlich eingedrungen. Achso, das ist sogar großer. Au, du Trottel! Ich hab schon da keine Pfeile mehr, wie geil ist das denn?
Hat's wehgetan? Cool. Cool. Und noch ein Stein. Cool. Hm? Ich hab den Stein auf den Kopf geschmissen. Na wow. Nicht gut. Weiß ich nicht. Weiß ich wieder nicht. Hit. Okay, der schmeckt. Du rennst ja wie so ein Wieselflink. Weil du so lahmarschig bist. Ja, ich bin alt und fett, ich darf so langsam sein. Ja, wieder lügt. Was? Ja. Und ich guck mir hier nebenbei die schöne Natur an, nicht so wie du, alles platt trampeln. Ja, wieder lügt. Außerdem, wir hatten den ganzen Wald bei unserer Base abgerissen. Hä? Kevin. Du. Du wolltest doch da 5-Sterne-Palast hinbauen. Ja, weil es auch einer geworden ist. Dann kann ich ja nichts dafür. Ja, wow. Aber hey, ich hab meinen Turm. Wenn du architektenmäßig nicht so ganz fit bist. Ach, jetzt bin ich's. Hättest ja mitbauen können, du Pfeife. Immer schön die Schuld auf andere schieben. Jetzt sagt er auch noch, mein Haus ist hässlich. Hab ich nicht gemacht. Doch, danach Fliegenpilz, super als Entschädigung. Nein, das will ich nicht. Komm schon, willst du ja einmal was kochen und du willst wieder nicht. Ja, du willst mich loswerden, das willst du. Ja, ich sag ja bloß du bei mir bei Green Hell, das was du mir zusammen gemischt hast. Das waren nur gute Sachen. Ja, feige Froschfleisch. Komm schon, du verträgst das. Auf jeden Fall. Und du hast es doch überlebt, das war der Plan. So, noch mehr Fliegenpilz. Ich schmeiß schon noch ein paar Fußnägel mit rein von den Eingeborenen hier. Das darfst du selber essen. Dann gibt's Kelvin. Meinst du, der wird dadurch schlauer? Vielleicht, probier's aus. Dümmer kann er ja nicht mehr werden. Ja gut, das stimmt. Vielleicht finden wir ja irgendwann mal hier einen Dinosaurier oder so. Cool. Oder ein Elefant auf Rädern oder irgend sowas. Cool. Cool. Eine Schildkröte würde ja schon reichen. Müssen wir gucken, ob das hier hinten ist. Ist er wie so ein kleiner Strand. Aber ich weiß halt nicht, ob wir da runterkommen. Müssen wir mal gucken. Runterklitschen. Aber dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Das könnte möglich sein. Dann müssen wir vielleicht komplett außen rum. Das ist dann auch scheiße. Komischer Strand da unten. Du wolltest dahin.
Ich wollte ja mal gucken. Ja, wer da gucken will. Soll ich mit Augen rausbrennen? Nee, das sieht ja doof aus. Ach. Ich hätte dich gern mit Augen behalten, danke. Ach, da unten ist was Strandiges. War nicht viel Strandiges, aber es ist was Strandiges. Bestimmt ohne Schildkröte. Ja, das wird Zufall sein, wenn die da sind. Vielleicht haben wir Opech und die kommen immer nur dann, wenn es hell wird. Jetzt langsam der Finger weh von der Rennerei. Hier gibt's ja gar nichts. Doch, Strand und Wasser. Und Sand. Na, wow. Na, also lüg nicht rum, hier ist was. Okay, ich gehe ja schon baden. Hui! Du kannst auch nicht schwimmen, das weißt du. Besser wie du. Was? Na, hier gibt's ganz viele Fischis. Achso, ich kann schon wieder gehen. Okay. Egal, wie viele Pfeile haben wir? Zeige mal. Ja, 12. Wenn nicht, dann muss ich noch mal Vögel zerklatschen. Das kannst du am besten mit Baumstämmen. Ja, kann ich schon nichts dafür, wenn ich jedes Mal so ein Scheißding da hochwerfe und gerade im Moment so im Vorfeld lang angeflattert kommt. Ja. Alles killt der. Nicht alles. Der ist auch die armen Vögel, die da rumfliegen. Naja. Hier waren wir aber, glaube ich, schon mal, oder? Mhm. Nicht? Okay. Nicht, dass ich wüsste. Hier gibt's ein Boot und Kisten. Oder so Solarpanel. Und keiner weiß wofür. Eine Schildi! Du kleine Miese! Du kleine Miese! Achso, wir müssen das Fleisch noch mitnehmen. Ja, dann mach mal. Du kleine Miese! Schade, dass man die Dinger nicht immer mitnehmen kann. Hm? Die Rollatorteile. Achso. Wenn die ganze Zeit immer in der Hand tragen, sind sie schön. Mit dem Rucksack tragen können, das wäre das cool. Ja. Weil die ganze Zeit in der Hand tragen, ist ja auch doof. Hier gibt's tote Orcas. Du kleiner Mieser, stirb! Stirb! Stirb, du kleiner Mieser, stirb! Der ist doch schon tot! Ist egal, er wird nochmal getötet. Du hast doch eine Meise! Wir machen aus denen eine tote Leiche. Ja, wow. Wir brauchen noch eine Schildkröte. Michael! Kohle! Alles meins! Du alter Gerschlund!
Du kleiner noch ihn so bieten, komm zurück. Okay, was haben wir denn zu essen dabei? Sehr schön, vergammeltes Zeug, das gefällt mir. Lecker. Das ist doch die rohe Schildkröte. Nö. Na, besser wie vergammelt. Egal, wir fressen hier irgendwelche Fruit Loops, Scheißkackzeug, so, das und das, so, Energy Drink, Energy Riegel, haut rein. Ja, Zucker pur, nam nam. Ja, natürlich, hallo? Oh oh! Tschüss! Wo willst du denn hin? Weg! Wir drehen mal wieder um. Falscher Weg! Sackgasse! So? Sackgasse! Warum? Falscher Weg! Warum? Was ist denn da? Ein Lager? Sackgasse! Was ist denn da? Eine Sackgasse! Da geht's nicht weiter, da ist die Straße gesperrt. Polizeikontrolle und so. Das sind da bloß ein paar Hanseln. Dann machen wir. Bei dem hat du eine große Kloppe gehabt. Gar nicht wahr. Also, dann waren das nicht so viele. Sind nur noch viele. Ne, hier hinten sind nur noch welche. Nun zwei. Bevor ich gibst du mein Bolzen wieder? Du weißt ja schön, in den anderen Dorf davor waren es bestimmt 7 oder so. Jetzt sind es 4. Nix. Oh, das ist ein großer. Mhm. Okay, wir müssen erstmal den inkomischen Typen da, Dings da looten. Mhm. Bevor der verschwindet. Ja. Gehst du schon wieder hin? Waschen. Ah, du musst bloß pinkeln, gib's zu. Nein, ich bin voller Blut, das ist bäh.
Und zacki zack. Und zacki zack. Wir könnten ja schon mal was Schönes hier drin haben, wie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Panzer oder sowas. Na, hier haben sie doch was Schönes dann für dich gekocht. Lecker. Feinster Sud. Und das sogar aus dem Trog. Stimmt, ich bin ja ein Schwein, da kann ich ja da draus fressen. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Nein. Nein. Auf zu lügen. Kleiner Mieser. Entschuldigung. Oh, da hinten rennt schon wieder hin rum. Cool. Hier sind die ganzen Schildkröten. Kannst du mal sehen. Ja. So, aber ich mach schnell Pipi-Pause. Warte mal, willst du vorher speichern, rausgehen? Okay. Dann mach mal ein Zeltchen. Gespeichert. Und zack, und zack. Und zack. Und zack. Kleine Miese. Du Truthahn, kommst du zurück? Danke für die Federn. Hey, komm zurück, komm zurück. So, dann bis gleich. Okay, wie viele Pfeile haben wir? 20, das passt. Ich glaube, wir können nicht mehr als 20 tragen. Kleine Miese. Dankeschön. Ich glaube, er könnte tot sein. Okay, da haben wir Schildkröten. Na, vielleicht finde ich ja noch ein paar. Hier haben wir zumindest noch ein paar Kisten. So, dankeschön. Sehr schön. Danke. Danke. Hey. Achso, ich habe ja auch noch die Taschen des Briefes. Was schenkt er mir denn Schönes? Okay, sehr schön. Danke, danke, danke. Nein. Oh. Ich verdrück mich jedes Mal. Ich muss rechte Maustaste drücken und nicht linke.
Sehr gut, hoch. Mann, und ich sehe wieder keine Schildkröte, die ich kaputt machen kann. Oh, was zum Spielen? Hallo? Geht es dir gut? Guck mal, da kann sogar eine Bauchrolle. Okay, ja, okay. Soll ich mit deinen Kollegen reden? Okay, mach mal. Geht's dir gut? Wie geht's denn dir? Du siehst aus, als ob du irgendwelche Probleme hast. Ja, ich weiß, dein Kollege da hinten, der ist ziemlich dumm. Okay, ja, verstehe ich, okay. Akzeptiert, mein Guter. Okay, ich lasse dich mal am Leben. Vorerst. Hui! Weil die müssen wir ja zusammen kaputt machen. Das Doofe ist ja wirklich, du musst die ja töten. Also du musst die töten und musst die dann zusammen häuten. Weil man kann das auch nicht nacheinander machen, was total dumm ist. Kapuzenpullover. Sieht jetzt schick aus. Und den könnte ich auch anziehen, okay? Den könnte ich anziehen. Nee, wir lassen einfach das taktische Zeugs an. Vielleicht finden wir ja noch wie so ein Pausenclown-Outfit oder so, das könnte man ja dann Kevin geben. Du liegst doch immer noch hier rum. Hallo? Würdest du mal bitte aufstehen? Virginia, was geht bei dir? So, weil es dunkel wird. Deswegen machst du hier Strandspaziergang. Action, wir müssen nachher dahinter. Da hinten sind zwei völlig nackte Halbwilde festgebunden. Würde ja schon mal. Ja, wenn ich die jetzt aber töten tue, ist es ja doof, weil du kannst ja dann nicht mithäuten. Deswegen warte ich lieber. Ich mache mir jetzt erstmal ein Feuer des Lagers. Achso, nee, das ging ja anders. Warte. Ganz schön anstrengend heute hier. Das macht doch nichts. Aber so hat man wenigstens mal was auf Reserve. Okay, was haben wir denn leckeres? Schönes, vergammeltes Fleisch. Nein, verdammt. Nein, nicht essen.